Halli, hallo ihr Buwo Mede und willkommen zu einer neuen Folge von RIM. Ha! So, wir sind in der letzten Folge zu diesem, nun ja, oberirdischen Labyrinth, zu dieser Ruinenstadt gekommen. Und wir haben hier auch unsere Freunde verloren, die zweibeinigen Maschinen. Diese haben sich geopfert, damit wir hierher kommen. Ihr seht es ja, die Kapuzenleute lassen uns jetzt auch in Ruhe. Die denken wahrscheinlich, wir haben immer noch die Verstärkung von unseren zweibeinigen Kollegen. Ja, wir haben auch gesehen, dass wir zusammen mit der Gestalt im roten Mantel, roten Umhang, auf dem gekenterten Schiff waren. Also, ja, es ist ja untergegangen. Und dass wir noch versucht haben, diese zu retten. Jetzt habe ich ja den Verdacht, dass es sich dabei um den Vater oder den Bruder handelt. Aber ich denke, dass wir in dieser oder in der nächsten Folge davon eine Auflösung erhalten. Jetzt will ich einfach mal das Ergebnis unseres Rätsels sehen. Also, los geht's. Lass deine Stimme ertönen. Nein! Nicht noch unser anderer Freund, nein. Oh oh. Das kennen wir. Die ganzen Figuren, die rumstanden, waren das dieselben? Oh, ich kann mich bewegen. Hört ihr den Jungen, wie er dagegen anschreit? Komm schon, du bist stärker als das, was auch immer das ist. Oh. Genau wie die Gestalt dem roten Mantel. Die schubsen mich weg. Laufe ich gerade auf dem Wasser? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir uns schnurstracks auf das Ende zu bewegen.
Ich dachte, wenn wir jetzt so eine Schattengestalt sind, dann könnte uns auch nichts mehr passieren. Da habe ich wohl falsch gelegen. Ich bin jetzt total mitgerissen. Ich will jetzt wissen, wie es ausgeht, was passiert. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass uns das Licht schadet. Jetzt, da wir in dieser Schattengestalt sind. Zugreifen. Okay. Hey, wir haben unsere Gestalt wieder. Ein bisschen heller vielleicht. Der Junge ist eine echte Leuchte. Au. Ja, für Schmerzensgeldzahlungen wegen extrem schlechter Witze, bitte die Rechnung nicht hierher schicken. Danke. Ich wollte gerade sagen, wehe, wenn wir jetzt wieder ganz unten sind. So, wir sind im obersten Stockwerk. Und wir laufen verkehrt herum. Das Bild hatten wir schon, wir laufen verkehrt rum. Aua! Unsere ganze Reise in Bildern nochmal. Gegen den Pfosten gerannt und trotzdem unten angekommen. Das muss erstmal einer hinkriegen. Gott, mir laufen die Tränen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir nähern uns immer schneller dem emotionalen Ende dieser Reise. Ist eine feuchte Decke, das ist nie gut. Sache.
Es war also tatsächlich nicht der Vater, der ums Leben gekommen ist, sondern wir. Das Boot sah jetzt aber auch ziemlich neu aus, oder? Wir hatten Gummistiefel an, also es ist nicht die Antike oder sowas, das ist unsere Zeit. Wir sind also tatsächlich im Jenseits. Und diese Figur, das war tatsächlich unser Vater. Gott, bin ich gerade am Heulen. Jetzt spielen wir den Vater. Tut mir leid, sowas nimmt mich immer ziemlich mit. Gott, bin ich nah am Wasser gebaut. Ist das Zeug, das wir gesammelt haben. Also wenn wir jetzt mehr gesammelt hätten, dann wäre das hier auch alles in dem Zimmer. Lass los. Lass deinen Sohn gehen. Leute, was für ein geniales Spiel. Absolut genial. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, weil ich wirklich kurz vorm Losholen bin. Danke, dass ihr dabei wart bei dem Spiel. Danke, dass ihr das mit mir erlebt habt und ja, aktuell läuft ja Vampire bei uns auf dem Kanal, also weniger Herzschmerz, mehr düstere Gewalt, düstere Emotionen.
Oh Gott, das Ende ging mir jetzt gerade echt ans Herz. Ich lasse euch jetzt den Abspann genießen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bientôt.